Hallo, in diesem Video geht es um Kernspeicher. Die Kernspeicher sind nicht nur aus computerhistorischer Sicht interessant, sondern auch aus ja, physikalischer Sicht, was da so alles Interessantes passiert. Und es sind die Speicher, bei denen man noch eine Chance hat, die Bits mit bloßem Auge zu sehen. Schauen wir uns mal so ein bisschen die Geschichte an. Von ja, so 1950er bis 1970er Jahre war sozusagen die Zeit der Kernspeicher. Danach kamen dann irgendwann die integrierten Schaltkreise und dann ja, war es das auch schon. Da gab es zwei Schlüsselerfindungen, die praktisch das möglich gemacht haben. Und zwar einmal das Write-After-Read-Cycle, heißt im Klartext: Wenn man aus dem Kernspeicher etwas liest, dann tut man praktisch beim Lesen die Information zerstören. Das heißt, man muss gleich danach nochmal die Information schreiben. Das war einmal diese Geschichte. Und die zweite Erfindung, Coincident Current System, bedeutet, man bei so einem Kernspeicher, das heißt, man hat ja jedes Bit einzeln gespeichert. Gut, macht man heute natürlich auch noch. Das Entscheidende ist aber, man möchte ja nicht eine Leitung pro Bit haben, sondern viele Bits mit möglichst wenig Leitungen ansteuern. Das ist das. Das gucken wir uns aber alles gleich nochmal ein bisschen genauer an. Und anfangs waren die Dinger ziemlich teuer. Das heißt, $1 hat ungefähr ein Bit gekostet. Und das lag halt unter anderem daran, dass das ganze Handarbeit war. Und man hatte in Asien Fabriken, wo Niedriglohnarbeiter die Dinger sozusagen auf Kabel aufgefädelt haben. Und das machte das natürlich, wie schon gesagt, ziemlich teuer, diese Teile. Man kann ja mal spaßhalber so überschläglich. Ja, 8 Bit sind ein Byte, also ein Zeichen. Und was weiß ich, meiner Klassenarbeit, was weiß ich, in Deutsch oder Englisch. Was schreibt man denn da? Sagen wir mal 1000 Wörter. Ja, 1000 Wörter. Kann man sich überlegen, wie viele Buchstaben sind in so einem Wort drin und wie viele Zeichen sind das? Und ja, das wird eine ziemlich teure Arbeit, wenn man die dann speichern möchte. Also zumindest früher war das so. Heute kostet natürlich, wenn man den Speicher auf das Bit runterrechnet, ein Bruchteil davon. Also, Speichern war ziemlich aufwendig und teuer. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal in echt an. Ich habe tatsächlich einen echten Kernspeicher von früher. Dies ist ein Kernspeicher. Und zwar, wenn ich den jetzt mal so ein bisschen näher halte, ich halte mal ein weißes Blatt unten drunter. Und man kann sehr deutlich die einzelnen Ringkerne sehen. Und wenn man zählt, dann sind das 20 sozusagen auf der Y-Achse und 25 auf der X-Achse. Und nochmal, hier unten steht Siemens drauf. Das ist tatsächlich von Siemens mal hergestellt worden. Und wie gesagt, 20 mal 25, das sind 500. Dann habe ich ja zwei dieser Felder, also insgesamt 1000 Bit. Ja, man sieht, man kann sehr schön die einzelnen Bits sehen. 1000 Bit, naja, wenn man mal sagt, 8 Bit sind ein Byte, also ein Zeichen. Dann komme ich hier auf 125. 125, naja, das ist noch nicht mal ein Tweet. Tweet, gut, früher waren es 140 Zeichen, inzwischen sind es 180 Zeichen. Eine SMS hat 160 Zeichen, also ich kann hier keinen Tweet, keine SMS speichern. Und ja, früher war das auch sehr teuer. So ein, weil das ja Handarbeit war, ein Bit kostete in der Anfangszeit ungefähr einen Dollar. Das heißt, hier habe ich 1000 Dollar, wenn man so möchte,
liegen. Gut, heute gibt es das für ein Apfel und ein Ei. Habe ich irgendwann mal aus Zufall bei eBay entdeckt. Und ja, das Ganze ist, wenn man das natürlich jetzt so ein bisschen mal vergleicht mit zum Beispiel hier einer SD-Karte. Da ist sie. Das hier ist eine SD-Karte, hier steht 16 GB drauf. Ich kann die ja gerade noch mal hier so ein bisschen näher in die Kamera halten. 16 GB. Gut, die gibt es natürlich auch in gleicher Größe, aber mit, was weiß ich, 32 oder 64 GB. Aber es geht mal aufs Prinzip. Ich habe hier 125 Byte. Das ist noch nicht mal ein Kilobyte. Kilo, gut, in der Informatik rechnet man nicht mit 1000, sondern mit 1024, aber mal so von der Größenordnung her. Das heißt, das hier ist noch nicht mal ein Kilobyte. Und ich brauche nochmal sozusagen mal 1000 beziehungsweise 1024 und dann bin ich gerade erstmal bei Megabyte. Und dann nochmal mal 1024 und dann erst bin ich bei Giga. Damit man mal so ein bisschen eine Vorstellung hat, was hier auf dieses kleine Ding hier geht und was hier drauf passt. Ja, aber wie gesagt, so hat sich das Ganze entwickelt und man kann hier mal sehr schön sehen und in dem geschichtlichen Teil war ja auch die Jahreszahl genannt. Das Ganze ist ja nicht so lange her. Hier geht es ja gerade mal um Jahrzehnte. Ist ja kein Jahrhundert, was hier dazwischen liegt. Also das ist tatsächlich sehr spannend, wie sich das weiterentwickelt hat. Aber nicht nur daher ist es spannend, sondern was hier auch sehr spannend ist, ist, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Und man nutzt einen Effekt, den du vielleicht aus dem Physikunterricht kennst. Da gibt es irgendwann mal so ein Kapitel, das nennt sich Magnetismus. Und da ist so ein Standardversuch, beziehungsweise ich habe den sogar auch als Video, verlinke ich hier auch. Da wird so eine Stricknadel magnetisiert. Das heißt, man hält einen Magnet dran, die ist dann magnetisch, man kann den Magnet weg. Und sie behält ihre Magnetisierung. Und genau das macht man hier auch mit diesen kleinen Ringkernen. Das sind kleine ringförmige Ferritkerne, die magnetisiert werden können und die ihre Magnetisierung behalten können. Und dadurch, dass sie ihre Magnetisierung behalten, können die Informationen speichern. Nämlich entsprechend je nach Magnetisierung eine 0 oder eine 1. Und wie das genau funktioniert, schauen wir uns mal an. Dazu packen wir das mal beiseite. Und hier habe ich ein Schema. Ist das praktisch ein kleiner Ausschnitt hier draus. Jo, wenn man hier guckt, das sind diese Ferritkerne. Und hier gehen ziemlich viele Leitungen durch. Die spannendsten Leitungen sind erstmal die mit X und Y beschrifteten. Und zwar nutzt man Folgendes aus, wenn ein Leiter Strom durchflossen ist, hat er ein Magnetfeld. Und das Magnetfeld reicht aus, um so einen Ferritkern zu magnetisieren. Jetzt ist aber das Problem, dass man nicht alle auf einmal magnetisieren möchte, sondern immer nur einen bestimmten. Das heißt, man möchte mit möglichst wenig Leitungen möglichst viele erreichen. Und daher macht man Folgendes, wenn man jetzt zum Beispiel durch die Leitung X Strom schickt, dann macht die zwar ein Magnetfeld, aber es ist noch nicht stark genug, dass dieser Ferritkern sich ummagnetisiert. Wenn man jetzt durch diese Y-Leitung Strom schickt,
gilt das Gleiche. Der Strom bzw. das Magnetfeld, was sich hier um den Leiter bildet, reicht nicht aus. Aber an der Stelle, wenn jetzt durch X und Y Strom fließt, dann ist das Magnetfeld groß genug. Das heißt, die alle werden nicht ummagnetisiert, weil das Magnetfeld nicht groß genug ist. Aber hier kommen ja zwei Magnetfelder zusammen. Einmal das von Y und einmal das von X. Und beide zusammen sind groß genug und daher wird das dann ummagnetisiert. Jetzt ist die Frage, das war jetzt, wie schreibe ich? Das heißt, ich kann durch X und Y mir jedes beliebige Ferritkernstück sozusagen aussuchen und beschreiben. Und es gibt natürlich zwei Zustände. Je nachdem, wie rum der Strom durchfließt, ist dementsprechend eine 0 und eine 1 zugeordnet. Ist klar. Das heißt, ich habe hier zwei Magnetisierungszustände und beim Computer 0 und 1 sind auch zwei Zustände. Passt alles wunderbar. Jetzt will ich vielleicht die Information lesen. Und das mit dem Lesen ist so eine Sache. In der Einführung hieß es ja schon, dass man sozusagen beim Lesen die Information zerstört. Das liegt nämlich daran, dass man, es ist praktisch ein Sensordraht. Das heißt, man versucht, sagen wir mal, ich möchte den hier auslesen. Man versucht, den praktisch umzumagnetisieren. Wenn er sozusagen schon, sagen wir mal, die passende Magnetisierung für 0 hat und man möchte ihn auf 0 sozusagen ummagnetisieren, dann misst der Sensordraht nichts. Wenn er aber, sagen wir mal, schon magnetisiert ist und durch praktisch das in Anführungsstrichen Lesen ummagnetisiert wird, dann merkt der Sensordraht was. Und daher weiß ich, ob hier eine 0 oder eine 1 drin war. Aber ich habe natürlich durch das Ummagnetisieren hier meine 1 dann sozusagen zerstört. Und daher muss ich kurz danach nochmal das Ganze sozusagen magnetisieren. Und dafür ist dann dieser Draht Z wichtig. Z ist der sogenannte Blockierdraht. Nach dem Lesen, oder ja, nach dem Lesen wird ja im Prinzip gleich wieder geschrieben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine 0 habe und ich möchte jetzt nicht, dass durch die Auswahl, durch den Strom hier eine 1 jetzt reingeschrieben wird, schicke ich sozusagen Strom auf den Blockierdraht. Und das schwächt das Magnetfeld so weit ab, dass hier keine Ummagnetisierung stattfindet. Wenn hier kein Strom durchfließen würde, würde der ummagnetisiert werden. Das kann natürlich auch gewünscht sein, wenn hier eine 1 rein soll. Sofern, beziehungsweise später hat man gemerkt, naja, der S, also der Sensordraht und dieser Blockierdraht, die werden ja nie gleichzeitig benutzt. Und deswegen gibt es bei moderneren Varianten nur einen Draht. Und das hier ist allerdings eine Variante, die ist hier entspricht dieser Geschichte. Die hat einmal den Sensordraht und hier einmal den Blockierdraht. Jetzt gucken wir uns nochmal an, was passiert eigentlich in so einem Kern drin. Dazu habe ich auch was vorbereitet. Hier ist eine Zeichnung, die das Ganze nochmal zeigt. Das hier oben, muss man erstmal gucken, das sind zwei verschiedene Diagramme. Jetzt gucken wir erstmal oben nur das rote an. Hier habe ich einmal die X- und die Y-Achse. Auf der X-Achse
ist ein H notiert und auf der Y-Achse ein B. B ist das Magnetfeld, das von dem Ferritkern sozusagen verursacht wird. Und H ist das Magnetfeld, was von außen angelegt wird. Und das Ganze hier kann man oder muss man so verstehen, dass ich von außen erst ein gewisses Magnetfeld anlegen muss. Man sieht das hier von 0. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo diese Ummagnetisierung stattfindet. Wenn ich dann hier irgendwann den Punkt erreicht habe, ist mein Ferritkern ummagnetisiert. Das heißt, wenn ich dann hier wieder auf 0 gehe, mit meinem äußeren Magnetfeld, das ja durch den Strom verursacht wird, der durch den Leiter da entsprechend fließt oder durch beide Leiter fließt, dann bleibt das Magnetfeld bestehen. Das heißt, die Information ist gespeichert und ich muss erst wieder ein Magnetfeld sozusagen mit umgekehrten Vorzeichen anlegen, bis dann irgendwann dieser Punkt hier erreicht ist und dann findet die Ummagnetisierung wieder statt. Und das hier, das Ganze nennt man übrigens Hysteresekurve. Normalerweise, das gibt es auch bei Transformatoren, versucht man diese Fläche hier möglichst klein zu halten, weil das ist im Prinzip die Verlustleistung. Aber hier versucht man halt ist ja fast rechteckig, eine möglichst große Fläche zu haben, aus den eben genannten Gründen, weil ich ja hier auch im Prinzip ja mit den zwei Drähten arbeiten. Das heißt, es muss erst ein gewisses Magnetfeld da sein, damit entsprechend die Ummagnetisierung stattfinden kann und so weiter. Deswegen ist man hier eigentlich interessiert, dass das Ding hier die Fläche möglichst groß ist. Und hier unten ist nochmal ein schönes Diagramm. Hier ist der Impuls angelegt, womit sozusagen gelesen wird. Gelesen heißt in dem Fall, man versucht einfach eine Ummagnetisierung. Das heißt, man legt ein Magnetfeld an und dann guckt man. Hier sieht man sehr schön, ist eine Spannung in diesem Sensordraht induziert worden. Das heißt, es hat eine Ummagnetisierung stattgefunden. Also war offensichtlich eine 1 gespeichert. Wenn ich hier gucke, hier hat keine Ummagnetisierung stattgefunden und damit wird in meinem Sensordraht keine Spannung induziert. Also ist offensichtlich eine 0 gespeichert gewesen. Ja, man sieht, hier steckt ganz schön viel Know-how drin. Sehr spannende Technik. Wie gesagt, weil man hier wirklich noch sehr schön sehen kann, wie das Ganze funktioniert und wie das arbeitet. Andererseits ist es natürlich auch schön, dass wir heute inzwischen hier sowas zur Verfügung haben, weil das ist natürlich auf das Byte gerechnet wesentlich billiger als das hier. Aber solche Technik hat uns auch zum Beispiel ermöglicht, zum Mond zu fliegen. Die Apollo-Mission flog hier mit, die hatten solche Speicher an Bord. Und da gab es das hier noch nicht. Und wie gesagt, hat ja funktioniert. Also insofern spannende Geschichte.